Und jetzt Musik. So nice Musik. Schön 90er Jahre Mucke. Nice. Okay, wow, das hat perfekt gepasst mit dem Donner. So nice Musik einfach. Hey, bist du die neue Sam? Ich bin Tommy von Hinter Dir. Winke, wenn du das gekriegt hast und schreib zurück. Hi Tommy, ja, ich bin Samantha und ja, ich bin neu. Was gibt's? Ich dachte nur, weil du neu bist, könntest du vielleicht einen Freund gebrauchen. Ich habe auch nicht viele Freunde und deshalb dachte ich, ich frag mal was, wenn's dich nicht stört. Stört's dich? Ja, nein? Nein, stört mich nicht. Was möchtest du denn fragen? Ist nur dein Onkel ein Psycho oder liegt das bei euch in der Familie? Really? Oh Mann. Mies. Pioneer, bla bla, Laserdisc Compact Display. $999. Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung, beidseitiges Abspielen, Kopfhörerausgang, Display an, aus, Jog, Shuttle, Drag, Knopf, Front und Fernbedienung. Zeitlupe, Standbild, Last Frame, Speicher. Das heißt, wer viel macht, macht nichts richtig. Da muss ich widersprechen. Können ist keine Frage der Spezialisierung, sondern von Berufung und Hingabe zum Handwerk. Sollten Sie auf der Suche nach einer LD-CD-Player-Kombination Kompi-Anlage sein, bitte Sie freuen zu hören, dass Pioneer diese besondere. Und da hat er aufgehört zu schreiben. Zurück zu Beginn, wieder in Stellas von 1963 zurückgeschickt. War JFK wirklich JFK? You can do better. Autokorso in Dallas nach Ausnahmezustand abgesagt. JFK vergiftet, entführt, verletzt. LHO in USSR abfangen, getötet bei den Marines. Warum nicht Autokurs unterbrechen, wenige Minuten bevor LHO feuern kann? Grashügel plattgewalzt. JFK von HBO aufnehmen. Magic Bullet Theorie?
Lone Gunman, Akte X. Mal sehen, Fragen. Paradox resultiert darin, dass JFKs Tod erwünschtes Ergebnis ist. Chinesisch, Japanisch, Libanesisch. Ja gut. Zerknüllte Seite lesen. John Russell öffnete seine Augen und sah sie. Die Sterne. Sie funkelten, als läge er im Gras seines Vorgartens in Massachusetts, obwohl dieser Ort eine Million von Meilen entfernt war. Nein, er blinzelte sich den Schlaf aus den Augen, während er durch das kohlenstoffverstärkte Sicherheitsglas der Raumstation Archimedes blickte. Ja, er war weit weg von zu Hause, aber die Zukunft brauchte ihn. John Russell war schwindelig. Er fühlte sich unheimlich betrunken, obwohl er schon seit Stunden keinen Tropfen mehr angerührt hatte. Er übergab sich auf seine Füße, seine nackten Füße. Er starrte für einen Moment, verarbeitete seine mit erbrochenen, besprenkelten Fußnägel, untersuchte seine unbekleideten Jeansbeine und Knie. Er war vollständig nackt. Er schaute hoch und sein Blick traf auf eine wunderschöne blonde Frau, die eine enge Tunika aus Polymerfaser trug, auf dem Stoff, der ziemlich stark gespannt war, um ihren großzügigen Busen zu verdecken, rangte die Aufschrift Operator Materietransfer. Dann wurde er ohnmächtig. John Russell hatte den Abgrund überwunden, den Abgrund der Zeit. Bisher konnten das nur Nachrichten, aber jetzt auch ein Mann. Sie brauchten ihn, jetzt mehr als zuvor. Die Vergangenheit zu enden, reichte nicht mehr aus. Die Anweisungen des Rates waren klar. Was er besorgen sollte, was er daraus konstruieren sollte, wenn man es zusammenbaut, um die Maschinen zu erhalten, wie er sich körperlich durch die Zeit transportieren muss. Und nun stand er hier auf der Brücke des Raumschiffs Archimedes. Kommandierte es, denn nur er, der das Leben des Präsidenten schon zweimal gerettet hatte, konnte die naive Crew zu ihren Bestimmungen führen. Dem Schicksal der Galaxie. Kann es sein, dass der Schreiber, wahrscheinlich der Vater, betrunken das Ganze hier geschrieben hat, weil es nachher immer mehr Fehler hatte? Der Mord an JFK, eine Theorie. Sie haben den Film gesehen, entdecken Sie die Wahrheit. Oh. Okay. Okay. Crestwell Versicherungsagentur AG. Prüfung der Elektroanlagen. Die Verkabelung im Haus erfüllt technisch gesehen alle Anforderungen für Stromstärkegrenzen und Sicherheit. Allerdings sind während der letzten 100 Jahre viele zusätzliche Kabel in die Wände eingezogen worden. Die Stromanlage reagiert dadurch häufig unvorhersehbar. Lichter flackern ohne klaren erkennbaren Grund. Druck auf Dielen und Türrahmen unterbricht Schaltkreise, die sich direkt unter der Oberfläche befinden. Eine vollständige Revision der Elektroanlagen würde erheblichen Schaden an den Wänden, Fußboden und tragenden Elementen nach sich ziehen. Nach einem ausgiebigen Gespräch mit Mr. Greenbrier wurde entschieden, keine Maßnahmen zu unternehmen, da es derzeit keinerlei Sicherheitsbedenken gibt. Okay, sorry, den Ventilator kann ich nicht hören, das ist ja schrecklich. Hallo? Ist hier jemand? Anybody? In here? Okay, hier ist der Geheimgang. Darren's Al Greenbrier, ein ganz normaler Geächteter. Gentlemen, das Magazin für Männer, Februar 1989.
Japans blutiger Krieg gegen Delfine. Moskau bei Nacht. Drogen und Prostitution. Die Mafia. Die neuen Regeln der Liebe. Damen im Ring. Die Frauen des Wrestling. Ein ganz normaler Patriarchverbrecher, Botschafter Messias, ein gelegentlicher, manchmal unzuverlässiger Ritterheld. Ein Jahr auf dem Berg, vom Berg heruntersteigen, ein ganz normaler Prophet. Eine unzuverlässige Prophezeiung. Ganz normaler Prophet. Hm. 0451. Lieber Terence, David hat mich gebeten, dir wegen der Testberichte zu schreiben, die du in den letzten paar Monaten abgeliefert hast. Um ehrlich zu sein, machen sie mir langsam mehr Probleme, als sie wert sind. So viel muss ich nachredigieren. Es ist deine Aufgabe, die maximale Wortanzahl einzuhalten, nicht meine, den Text herunterzutrimmen. Außerdem wird es immer schwieriger, die ganzen Abschweifungen und Gedankensprünge zu entfernen und alles komplett umzuschreiben. Die Leser vom Heimkino-Liebhaber wollen etwas über die Qualität und den Wert der Geräte lesen, keine Erinnerungen aus seiner Kindheit. David kennt dich schon lange und er ist der Chef. Und deswegen gebe ich dir allein seinetwegen noch eine Chance. Du solltest dich bei ihm für seine Geduld und Kulanz bedanken. Sieh dir noch einmal deinen alten Artikel an und fang an, wieder sowas abzuliefern. Dann sind alle zufrieden. Brent Curtwood, Testredakteur von der Heimkino Liebhaber. 0451. 0451. 0451. Null, vier, fünf, eins. Das war ja einfach. Gubelig und Wiese, Rechtsanwaltkanzlei, 21th Front Street, Boone County, Oregon. Sehr geehrter Mr. Mazan. Anbei finden Sie das Originaldokument sowie eine Kopie für Ihre Akten. Die notariell bestätigte Kopie wurde in unserem Büro hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns bei dieser wichtigen Angelegenheit. Mit besten Grüßen, Jeffrey Weiss, Rechtsanwaltkanzlei Kubelig und Wiese. Letzte Wille und Testament von Oscar Mazan. Ich, Oscar Mazan, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und nach vollständiger Durchsicht meiner Wertsachen erkläre ich dieses Schreiben zu meinem letzten Willen und Testament. Nach meinem Ableben soll Folgendes vorlesen werden. Erstens, ich erkläre, dass ich zeitlebens in Boone County gewohnt habe, dass ich unverheiratet bin und keine Kinder habe. Hä? Okay. Und zweitens, ich erkläre, dass ich weder bei lebenden noch bei toten Gläubigen ausstehenden Schulden habe. Drittens, hiermit alte deutsche Sprache, schwierige Sprache. Drittens, hiermit hinterlasse ich jeden Gegenstand von Wert, den ich bei meinem Tod besitzen möge, einschließlich der Wohnstätte und des umliegenden Grundbesitzes am 1. Arbor Hill, wie auch jegliche persönliche Besitztümer und Banknoten Terence L. Grimbrier Jr. aus Ellis County.
Sollte besagter Terence L. Greenbrier Jr. wider Erwarten vor mir verscheiden, so geht das Erbe auf seine Kinder über, abhängig von Alter und Fähigkeit als Verwalter des Anwesens. Ich unterschreibe diesen letzten Willen mit meinem Namen. Was war das für ein Geräusch? So, okay. Ja, einmal einfach handschriftlich und das andere als Testament. Habt ihr das Geräusch auch gehört? Das Spiel ist irgendwie gruselig. Bevor wir in den Geheimgang gehen, wollte ich mich hier hinten noch umschauen. Gutscheine. Hi Loni. Also, wenn du heute Nachmittag immer noch zu mir nach Hause kommen willst, wäre das cool. Ich kann fahren. Es ist zwar etwas weit, aber ich kann dich dann auch zurückfahren. Also ist das hoffentlich in Ordnung. Schreib zurück und wirf das in meinen Spind, wenn du noch willst, und wir treffen uns dann auf dem Parkplatz nach der 6. Samantha. Oh ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Bis dann bei dir. Dann werde ich dir in den Hintern treten, mach ich bereit, L. Du. So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter 2. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. But then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. Okay, interessant. The Dave Burbeck Quartet.